Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Ultimate Team Pack Opening. Und ihr könnt es euch denken, wir sind immer noch im Livestream. Wir wollen immer noch diese freundlichen Spieler hier ziehen. Wir können sie ja nochmal kurz angucken. Und den Toni Kroos, den habe ich jetzt schon verkauft. Also ich weiß nicht, ob der schon verkauft ist oder ob schon drauf geboten wurde. Guck mal eben. Toni? Da ist er. Jo. Und noch an der Stelle, ich heiße euch natürlich alle herzlich willkommen. Hoffe, dass wir hier Fat Packlack haben. Ne? Und ja, einen von diesen Burschen würden wir gerne jetzt vielleicht noch ziehen. Ne? Das wäre ja richtig, richtig cool. Vielleicht ja den Griezmann, den James Rodriguez, Marcelo oder Piquet, Dani Alves, Bravo, Neymar, wer auch immer. Halt irgendeinen von den coolen Spielern. Wäre natürlich richtig, richtig cool. Ihr seht natürlich auch da drüben die Jungs aus dem Livestream, die Zuschauer, die hier euch natürlich alle begrüßen. Schön, schön, da sind sie dabei. Und ich bin auch am Start. Wunderbar. Schöne Grüße an euch und an den Stream. Und ja, wir gucken mal, ob wir jetzt hier was Cooles ziehen. Ne? Ich habe ja jetzt hier wieder ein paar Minütchen Zeit. Wir nehmen wieder was auf und ein Deutschland-Wappen. Ja, Deutschland gegen die USA. 2:1. Wohlverdient verloren. Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich da gerade unterwegs war. Hatte ich ja in der letzten Folge erzählt, dass ich noch mit meiner Frau unterwegs war. Und da war gerade das Spiel. Da habe ich also gar nichts so wirklich davon mitbekommen. So, ich soll jetzt hier machen ein Bronze-Pack, Silber und dann ein Gold. Dann kommt ein Tot. Na gut, probieren wir es mal. Bronze. Ich grüße doch den L-Place. Mensch, er grüßt sich gerade selbst. Das ist aber auch ein bisschen komisch, oder? Boah, ein Tot. Doch nicht. War der größte mit Mist. Weiß jemand, wie lange die Bully-Tots noch in den Packs sind? Weil hab Lever gezogen. Ich weiß es tatsächlich nicht, wie lange die sich überschneiden. Ich glaube so bis 1, 2 Uhr oder so, dann sind die auch raus. Ich soll auch den Komm und Staune grüßen, natürlich. Ich grüße mich. Der FIFA-Skill XX. Sehr schön. Und jetzt kommt unser Tots. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Brahimi ist nicht so ganz ein Tots, ne? Nicht so ganz. Das ist tatsächlich nicht so ganz ein Tots. Schade. Also 3 Stunden noch etwa. Bis 2 Uhr in den Packs. Das ist natürlich eine super Sache, ne? Wenn die sich so überschneiden. So, was ist denn hier noch? Ist hier irgendwas da drinnen? Nee. Er mag Nüsschen. Was? Marki, wer Backfisch? Immer Backfisch. Nee, eigentlich, ja, weiß ich gar nicht so genau. Weiß ich gar nicht so genau so richtig. Aus dem BBVA-Tots hat der Trap-like Otamendi gezogen. Sehr schön. Der harte Nougat-Kerl ist auch da. Sehr schön. Ja, ich mag Nüsschen. Da wusste ich auch nicht genau, was du damit meintest. So. Vielleicht nochmal No-Look-Discard. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das ist immer so. Was man machen könnte, wäre mal zum Beispiel wieder ein Selfie-Pack. Oh, schnell, schnell. Schneller. So schnell bin ich nicht. Verdammt. Okay, ich habe das jetzt vorbereitet. Ich muss noch kurz drehen. So, zack. Okay. Oh Mann, ey. So viele Spiele, die ich immer jetzt hier in letzter Zeit aus Atletico Madrid habe, aber nicht in Griezmann. Okay. Selfie-Pack. Ui! Okay, es war eindeutig kein besonderes Spiel. Es war... Kannst du fast sogar sehen. Also ich kann es hier sehen, aber... es ist... Wer ist es denn? Konko! Oh, nö. Das ist doch nicht deren Ernst, ey. Das ist doch nicht deren Ernst. Nosepack! Ich hab irgendwie eine doofe Nase. Ich kann's nicht. So, Nosepack mit Yoshi Skip. 3, 2, 1, Peng! Okay.
German! The German! German! The German Herman, wie auch immer. ja, wenigstens ein Tots hier drin. Wunderbar. Ein Nosepack. Den können wir direkt anbieten. Hermann, sauberer Spieler. Super cool. So muss es sein. Also wieder mal ein Tots drin. Jetzt geht's ja scheinbar, ha? Huh? Okay. Zack, zack. Wow! The German Aubameyang, laut Zwieback, ja. Das hatte ich auch schon gesehen. Aubameyang hat ihn, glaube ich, genannt. Aubameyang. Ich muss wieder ein Nosepack machen, ne? Mit Yoshi Pack, Packskip. Okay, meine doofe Nase. Damit es wieder funktioniert. 3, 2, 1, Skip. Pelé gezogen, Pelé. Naja, der Falsche. Was hat es sich mit dem Frosch auf sich? Das ist kein Frosch, das ist Yoshi. Yoshi, wow. Hier. Yeah. Der von Super Mario, der Yoshi. Einfach so ein Maskottchen, ein Glücksbringer. Du, du, 3, 2, 1. Wow! Ja, man kann es natürlich auch für einen Frosch halten. Sieht ja auch so ein bisschen so aus. Ist ja okay. Wenn man das halt nicht so richtig sieht von der Seite, sieht er halt auch aus wie ein Frosch. Ist halt so, ne? So, wie lange steht die Aufnahme? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich vergesse sowas ja grundsätzlich. Zwieback ist halt halbdeutsch, soweit ich das weiß. Oder zumindest sind seine Eltern in den USA. Also er lebt halt in den USA, ne? Und hat halt deutsche Vorfahren. Deswegen kann er halt so ein bisschen Deutsch. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt vielleicht... Ich weiß nicht, was wir machen. Wir machen ein Blink-182 Opening. Wuhu! Take off your pants and jacket Opening. So, wir wollen natürlich hier die guten Spieler haben, ne? Oh, Shadow Quaresma. Von BBVA haben wir Toni Kroos gezogen. Der ist, ja, den haben wir direkt mal auf den Transfermarkt gestellt. Vielleicht kauft ihn ja jemand. Mach's gut, L-Plays. Ah. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt auch in der Folge hier wieder einen Tots gezogen. Herman, the Aubameyang. das ist auch schon nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Ich würde ihn gerne jetzt mal demnächst noch testen. Der spielt sich auch richtig gut. Der spielt sich bestimmt auch richtig schön. So. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass die Bundesliga-Tots eine niedrigere Dropchance hatten. Nee, Game Gecky, das wusste ich tatsächlich nicht. Toni Kroos ist bei 400 bis 800 oder irgendwie so. Der Sublink ist ganz easy mit Ausrufezeichen Sub. Invincible. Zack. Pa, bam, pow. Sagt er und zog 7-mal Meier. Ja, aber Meier ist ein 83er Tots. Der ist halt aufgekommen. Ich habe auch 3-mal Castro gezogen oder so. Aber halt nicht die anderen. Das ist doch das Doofe. Das ist doch das Doofe. Und jetzt haben wir hier gleich in so kurzer Zeit einmal Toni Kroos und nochmal Hermann gezogen. Der beste YouTuber ist eh, ne? Bergi-Fail. Also Bergi? Bergmann? Herr Bergmann oder was? Ich hab den, noch nie so geguckt. Kennen die mich da nicht so aus? Das wär's doch, ne? So. Jetzt wollen wir noch weitere, oh. Den hatte ich auch schon gezogen, ne? Als Tots. Ja. Hier kommen sie jetzt.
die ganzen Minecraft-YouTuber, ich kenne sie alle nicht. Der Mertesacker holt trotzdem alle ein, das ist wohl wahr, ne? So. Der Chat ist weg. Da kommt er wieder. Ich glaube, der wurde gerade kurz disconnected. Ich weiß nicht warum. Okay, öffne ein Pack und steck dir den Finger in den Po. Ich glaube, das werde ich nicht machen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die werde ich nicht machen. Okay, weil es YouTube ist, nehmen wir den Bentner mit, sonst würde ich ihn abstoßen. Den allerbesten, tollsten Spieler. Ich verstehe es nicht, warum alle immer sagen, oh, der Lord, darfst du aber nicht abstoßen. Ja, mach's gut, Andreas, mach's gut. Ich weiß tatsächlich nicht, wie Godin diese Saison abgeschnitten hat. Also, schwierig zu sagen. So, wir müssen mal wieder was Besonderes machen. Vielleicht mache ich wieder ein Selfie. Mache ich ein Selfie? Vielleicht. So, wieder vorbereitet. So, und jetzt... Wir machen ein Selfie-Nosepack. Und... Ist das Deolofeo? War das Deolofeo? Nee, Cher? Ach du heiliger Bimbam. Ach du Heiliger. Das gibt's ja nicht. Das gibt es ja nicht. Was ich auch sehr cool finde, hier werden alle Lieblings-YouTuber aufgezählt. Aber die Zocker-Dudes sind nie dabei. Okay. Macht es gut. Ja, also irgendwie hier bei den Selfie-Packs hatten wir jetzt noch nicht so viel Glück, ne? Oh! Das Rocket Beans Beef. Alles wird anders dieses Mal. Meine Sucker Dudes. Yeah. Super Zocki. Sucker Dudes Lieblings-YouTuber. Ja, da kommen sie jetzt. Da kommen sie jetzt alle. Sehr schön. Habt ihr nochmal gerettet. So, also, wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns. Wir wollen nochmal jetzt hier einen richtig guten, richtig schönen Shot ziehen. Das heißt, wir müssen das langsam wieder aufladen. Wir fangen mit Bronze an. Dim, 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 dim. Wir gehen weiter auf Silber. Und im Gold gehen wir 5, 7,5 und 15k durch. Bang! Ihr wollt mich doch alle verarschen! Und... 5k. Einfach um das Packlack aufzuladen. Okay. Die Bundesliga-Tots kann man tatsächlich immer noch ziehen. Die sind auch noch dabei. Deswegen haben wir eben gerade auch den Hermann gezogen. Und wir müssen gerade gucken. Bei wie vielen Minuten sind wir denn gerade? 49. Wann habe ich angefangen? Das hat doch irgendjemand gerade hier auch, die 55 ist es gerade. Habe ich jetzt bei 50 angefangen? Nee, das kann ja nicht sein. Wir sind schon länger dabei, oder was? Eriksen, du bist doch nicht toll. Ja, ich muss dran denken, aber ich weiß nicht, wann ich angefangen habe schon wieder. Ich vergesse jedes Mal, wann ich anfange mit der Aufnahme. Wenn ich, bei 39. Ach Mensch. Okay, letzten drei Packs. Letzten drei Packs. Nummer 3. Nummer 2. Bam, bam, da, da, da. Oh Mann, komm schon. EA, ein Spieler jetzt noch. Bitte. Bitte! Nosepack! Yoshi? Broshi? Skip!
Schade. Es sollte nicht sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Es war schön. Wir haben hier nochmal einen Tots gezogen, aber leider keinen aus dem aktuellen BVA-Tots. Und ja, gucken wir mal, wie es dann weiterläuft. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet ein. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge.